Gute, meine Freunde, und willkommen zu unserer Analyse, möchte ich es mal nennen, von Ultimate General. Ja, jetzt sind wir hier wieder auf der Map, der steilen Wallen bei mir im Skype. Und unsere Kanonen fangen an, sich zu beschießen, ist aber auch nicht so schlimm. Wir wollen jetzt eigentlich die Karte, glaube ich, nur dazu nutzen, um uns ein bisschen über das Szenario zu unterhalten. Was wir dazu jetzt beide sagen können und wie wir es beide fanden vor allem. Also ich muss gleich sagen, mir hat Spaß gemacht. Es war schwierig, habe ja auch beide Male verloren. Eine Aufnahme ist auch dabei kaputt gegangen. Es ist auch schade. Aber ja, was will man machen? Also erstmal habe ich mich gefreut über die Einladung. Ich habe mich ja immer ein bisschen geziert. Ich bin ja eigentlich nicht so ein unter Stress gut spielender Mensch. Aber wenn du anfragst und wir haben ja ein bisschen her vorher uns schon geschrieben gehabt, habe ich dann natürlich zugesagt und freue mich jetzt auch, dass wir es gemacht haben. Hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall das Highlight des Tages, neben dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, wie war denn so, also erstmal vielleicht zum Spiel selbst. Wir haben das beide, glaube ich, noch nicht wirklich intensiv gespielt, ne? Nein, leider nicht. Es ist eine Schande, weil es macht so einen Spaß. Ich habe das vorhin auch im ersten Part, habe ich es gesagt, dass das, selbst wenn du totalen Mist machst, du fühlst dich trotzdem wie der größte Stratege, weil du ziehst halt Pfeile auf der Karte hin und her und es bewegt sich was. Es sieht erstmal super aus und macht ordentliche Laune. Also es kommt schon wirklich taktisches Feeling rüber. Das muss man ganz klar festhalten, ja. Und die Steuerung ist wirklich extrem innovativ. Man hat gar nicht so viele Optionen oder so wie bei Total War oder sowas, aber trotzdem ist es kein irgendwie flaches, einfaches Spiel, sondern da sind schon ziemlich komplexe Sachen hinter. Richtig, ja. Gefällt mir wirklich gut. Ja, ich selbst habe auch noch überhaupt keinen Multiplayer gespielt. Das war also insofern auch eine Premiere. Wir beide kannten, glaube ich, die Map überhaupt nicht. Wir haben vorher mal beide Seiten sozusagen reingeschaut, um überhaupt mal zu wissen, wo eigentlich Angriff und Verteidigung ist. Da gab es vorher ein bisschen Verwirrung. Und ich muss ja sagen, ich habe es auch im Spiel gesagt, es ist natürlich bei so einer unbekannten Map, wenn man die zum ersten Mal spielt, dann hat der Verteidiger hat dann in der ersten Runde einen tendenziellen Vorteil, weil man natürlich ein bisschen einfach abwarten kann und gucken kann. Der Vorteil des Angreifers hier ist so, dass man eigentlich ja im Prinzip sich aussuchen kann, welche Seite, also welchen Siegpunkt man angreift. Das ist der Vorteil des Angreifers meinerseits. Richtig. Er kann dort im Wesentlichen seine Kräfte konzentrieren. Ne? Das hast du ja auch ganz gut im ersten Versuch gemacht. Da bin ich auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ja, beim ersten Versuch, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob es bekannt ist den Zuschauern, aber es ist ja so, dass man in manchen Szenarien Verstärkung bekommt und das ist immer so ein bisschen zufällig. Und mir ging es ja so, entweder ist es mir komplett entgangen im ersten Teil, das muss ich mir gleich nochmal angucken, oder ich hatte tatsächlich im ersten Teil als Angreifer keine Verstärkung. Und ich hatte dann irgendwann eine Übermacht aus Blaurücken vor mir und ich habe gemerkt, ich krieg diesen Hügel nicht mehr klein, ich komm da nicht mehr rein. Ja. Das war dicht und da war Feierabend und dann habe ich noch versucht zu verlagern, aber dann ist mir halt die Zeit davon gelaufen. Also das ist natürlich immer, wo man jetzt von der anderen Seite sieht, ist das immer einfach einzuschätzen, aber es gab wirklich einen Zeitraum so, ich sag mal von 5 Minuten, wo du, wenn du angegriffen hättest, glaube ich, den Hügel gestürmt hättest, weil das war wirklich knapp. Also du standest da ziemlich lange dann und hast deine, sag ich mal, Reihen formiert und ich habe immer gesessen und gepippert, komm, die Verstärkung lauft schneller. Also es war ziemlich knapp und ich glaube, der Schlüssel in der Offensivsituation ist, glaube ich, Schnelligkeit, weil man muss, glaube ich, tendenziell den Victory Point erreicht haben, bevor die Verstärkung des Gegners richtig da ist. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du relativ langsam agiert hast, oder war das, täuschte das? Was mein Problem war, ich habe am Anfang ziemlich gedrückt und war ziemlich schnell unterwegs, als ich da über den Fluss bin, weil ich gedacht habe, ich kann dich vielleicht überraschen. Und ja, das war auch gut, ja. Aber du standest da ja schon. Ja, klar, ich stand, aber das ist die absolute Schwachstelle da oben. Da hat man ja nur Skirmishers und, genau, ja, und Kavallerie. Insofern bist du ja auch sofort durchgebrochen. Richtig, ja. Aber das Problem war, die Jungs, die waren dann so fertig, dass ich halt auch nicht mehr chargen konnte, richtig, also nicht effektiv. Und dann habe ich mich nicht getraut, weil durch diese Kuppe ich konnte nicht sehen, was du dahinter hast. Ich habe mich nicht wirklich getraut, dann da vorzurücken, weil das Problem ist, ein falscher Angriff und das war's dann, ja. Und da hätte ich wirklich dann mal Mut zeigen müssen und vorrücken müssen. Das ist mir im Nachhinein auch klar, dass ich da noch mehr hätte pushen müssen, um dann vor deiner Verstärkung da zu sein. Ja. Aber
irgendwann kamen dann so viele Blauröcke hoch, da war kein Durchkommen mehr, da nee, war es dann zu spät. Da war es zu spät. Das war da war dicht. Das war in der Tat so. Das war genau so, also klar, das ist genau der Punkt. Du weißt nicht, weil du die Karte nicht kanntest und auch den Zeitpunkt der Verstärkung nicht wusstest nicht, was da steht. Und ja, ich wusste genau, was da steht und ich wusste genau, das hält hier keine Minute, wenn er jetzt angreifen würde. Ja, das ist ärgerlich, ja. Das war ein bisschen Glück auch. Ja, ich, auf der einen also Seite. Ich war da auch mit dem Ergebnis dann absolut zufrieden. Was mich mehr geärgert hat, war die zweite Runde. Ja. Weil da meine Verteidigung einfach komplett zusammengebrochen ist am Anfang. Dann konnte ich, aber gut, ich konnte halt nicht standhalten. Ich wusste halt, ich konnte am Anfang nicht genau sagen, wo du angreifst. Also ich dachte, vielleicht schwenkt er jetzt auf die Mitte ein und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, jetzt läuft er los mit den 2000 Mann da auf den unteren Siegpunkt und dann wusste ich schon, oh, jetzt wird's eng. Das Problem war halt auch, ich hatte nur 5 richtige Infanterieeinheiten und ich dachte auch, dass die nicht, ich hätte nicht gedacht, dass die Skirmisher da oben so lange standhalten gegen dich und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht die ganze Infanterie wegziehen. Ja. Und nach unten schicken, weil dann holst du dir einfach mit deiner anderen Infanterie da oben den Punkt. Oder mit der Kavallerie wärst du ja auch schnell da gewesen dann im Nachhinein. Und dann hättest du ja auch gewonnen, weil diese 3500 Punkte, die reichen ja schon zum Gewinnen. Klar, bloß das war, klar, ich musste natürlich entscheiden, gegen welchen Victory-Punkt gehe ich, ne? Das weißt du nicht. Und da war halt meine Überlegung, dass so lange wie möglich, sag ich mal, geheim oder offen zu halten und deswegen habe ich halt noch ein bisschen Linieninfanterie hier im Westen quasi verteilt und habe im Prinzip mehr oder minder so getan, als ob ich da so ein bisschen pushe. Das war so ein bisschen die Strategie. Wahrscheinlich hätte ich auch mit meiner Infanterie da durchgehen können, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte dich da einfach nur beschäftigen. Also ich hätte wahrscheinlich mit dieser... Das hat auch gut funktioniert. Ich war dann da oben mit Micro Management ganz gut beschäftigt und ja. Unten... Gut, aber ich hatte auch nicht so viel, was ich da unten hätte positionieren können. Ja, das wusste ich ja nun. Das wusste ich aus der... eigentlich, also am Anfang habe ich gedacht, eigentlich ist das schon das Richtige, weil dort oben durchzugehen, so wie du es gemacht hast, über den Fluss, weil dort ist einfach die schwächste Einheiten-Situation. Richtig, und man kann so schnell auch nicht verschieben, das funktioniert ja im Leben genau. Nicht. Genau, aber da habe ich überlegt, erstens ist es langweilig, jetzt dasselbe nochmal zu machen, auch wenn man es vielleicht dann schneller macht. Und da habe ich mir überlegt, okay, dann ziehe ich wirklich alles, auch fast alle Artillerie runter und nehme nur 2 Infanterie rüber, um so zu tun, als ob ich da irgendwas mache, um dich dazu zu befördern. Das war so ein bisschen die Strategie und ist ja auch Gott sei Dank aufgegangen. Und ja, dass da dann noch unten, rechts unten kam die Verstärkung, hat mich auch sehr überrascht. Musst du mal gucken in der ersten, aber das sieht man vielleicht gar nicht, ne? In der ersten Runde, ob die kam. Also das würde mich auch mal interessieren. Die Verstärkung von in der ersten meine Runde. Meine Verstärkung kam rechts unten. Rechts unten? Also genau. Bei mir kam die links. Ja, das ist deine. Ja, das ist, ich meinte jetzt als Konföderierter, weißt du? Ach so. Du sagtest doch, du hast keine bekommen. Da könnte man nochmal schauen. Das, wie gesagt, das weiß ich nicht. Hm. Aber, ja, es war echt vertrackt. Also vielleicht hatte ich auch einfach ein bisschen Pech mit der Verstärkung, dass du dann auch im, ich weiß nicht wann genau, wann hattest du deine Verstärkung bekommen im ersten Part? Naja, also im Prinzip wirklich unmittelbar, also die, naja, also sie war dort an dem Hügel, wirklich in dem Punkt, Moment, wo du angegriffen hattest. Und das heißt, ja, weiß ich nicht, so 5 Minuten vorher oder so, die brauchen ja ewig, ehe sie da oben sind. Also kann man jetzt schwer sagen, also war vielleicht 2/3 der Zeit, so etwa. Ich weiß es nicht genau. Okay. So. Na gut, also ich habe dann versucht natürlich nochmal alles zu geben, da unten an dem Victory-Punkt, aber da ja, war ich dann auch den hatte, da war mir fast klar, das Ding, das ist auch wieder gegessen, weil wenn man den dann einmal hat, ne, und da steht. Richtig, ja. Also es wäre vielleicht noch eng geworden, hätte ich noch 5 Minuten gehabt, weil da hatte ich dann frische Infanterie. Gegen deine doch jetzt ein bisschen zusammengeschossen, da wäre vielleicht noch was gegangen, ja, aber da hat die Zeit nicht ausgereicht. Na klar. Gut, ja, ich denke, wir brauchen jetzt auch nicht ewig drum quatschen. Das Wesentliche haben wir gesprochen. Auf jeden Fall sehr spaßig, kann ich allen empfehlen, dieses Spiel. Wir haben es ja auch, glaube ich, auf unseren Kanälen selbst schon mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Da kann man ja auch noch mal gucken. Und ansonsten wünsche ich dir mit deinem Kanal noch alles Gute. Du machst ja doch ein bisschen andere Sachen als ich, aber ich finde sehr... Ja, wie soll ich sagen, sehr durchdacht, sehr gute Moderation, deswegen habe ich immer mal wieder reingeschaut. Auch wenn ich die Spiele, die du spielst, nicht spiele, aber zugucken ist doch immer wieder interessant. Das geht mir ja bei dir genauso. Okay. Alles klar, also mich hat es gefreut, dass du da warst und ja, ich würde sagen,
dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann nochmal wieder auf dem Schlachtfeld. Vielleicht kriege ich irgendwann eine Revanche und. Jo, mal sehen. Nächstes Weihnachten oder nächste, wenn du die 2000 hast oder so. Genau. Also macht's gut, alles Leute. Klar. Bis dann. Tschüss.